Ja. Unsere Mauer ist mehr oder weniger wieder kaputt, aber ich denke, das lässt Die sich reparieren. müssen wir reparieren, Kann Jungs. man, gibt es so ein Tool, mit dem man die Sachen einfach reparieren kann? Das ist eine gute Frage. Macht er einfach einen Stein weg. Es Hey, gibt einen voll gut. Kran. Lol. Oder ist das nicht gut schon? Das hat schon was. Das ist doch, geht einfach runter bis zur Base. Hat mich nur 96 Steine gekostet. Das war günstig. War im Angebot, ey. Jungs, ich habe eine Idee. Und das will ich Ey, ich will unbedingt da bauen. noch. Aber man kann das öffnen von. Ich will das unbedingt bauen. Moment, das baue ich auf jeden Fall. Was hast du denn da? Ich will wissen, wie viel das kostet, ansonsten ist das echt genial. Hey. Keiner weiß, wovon Leon Du gehörst spricht. auch zu den anderen. Verbrenne! Mach mir mal ein Tor bitte aufschauen. Danke. Der Leon will jetzt Kran bauen oder so. Kranplätze müssen verdichtet sein. Verdichtet werden. Oder verdichtet sein. Ja, sorry. Oh, ein Vogel. Wenn ich jetzt versuche, den Vogel zu... Ey, der Vogel liegt einfach im Feuer. Der ist einfach im Feuer gelandet. Kann ich eigentlich die Leiche hier drauf machen? Oh, so viele Vögel, weil wir einen Garten haben. So, wir brauchen Hier jetzt 10 seid. Holz und 9 Seile. Haben wir die? 9 Seile? Ich Ja. hätte. Lol. Wo sind meine Seile? Ich habe keine Seile. Nix Seile. Aber wir können Bäume da schon mal dran bauen. Warte, wofür? Ja, für die Seilrutsche. Ach. Weißt du, wie cool eine Seilrutsche ist? Leon braucht erstmal eine Seilrutsche. Ja. Eieieiei. Leon, warum machst du die Seilrutsche denn nicht irgendwie hier an die Seite oder so? Hab das Irgendwo, was Gefühl, nicht direkt vor der Steine Base gibt es hier ist. einfach en masse. Okay, das war ja nur erstmal ein Vorschlag, wo wir die hinsetzen. Weiß nicht, wie wär's denn irgendwo hier oder so? Wie viel Reichweite hat die denn? Kann man die so weit setzen, wie man will? Wie du willst, ja, also bisher Können hatte wir die ich mal dann auch kein. dahin komplett auf den Berg setzen? Solange du frei rutschen kannst, ist es, denke ich mal, kein Problem. Hm. Und was braucht man dafür, für diese Seilrutsche? 10 Holz und Seile. 9 Seile in diesem Fall. Kommt davon, wie lange du die machen willst, ne? Okay. Habe ich das Seil jetzt wieder? Ne, egal. Wo soll ich die denn hinsetzen schon? Oben auf dem Berg? Ja, vielleicht hier bei uns am Berg, da im Prinzip neben mir, da wo ich stehe. Oder Ach da! Okay, ja, da kann ich wollen wir die machen. ins Eisgebiet setzen? Ich weiß nicht. Ja, ich komme eben zu drüber. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ob wir die Es überhaupt gibt auch eine besitzen. Seilrutsche von Baum zu Baum, aber da wir keine Bäume unten haben, bleib stehen. Wir hätten eigentlich direkt von vornherein im Baum immer bauen sollen. Also so halt einfach wie so ein Baumhaus, weißt du? Da hätten wir von vornherein machen sollen. Hier, ich baue die hier hinschauen, okay? Hier so. Ja. Ja, kannst du machen. Drehen, drehen, drehen und planten. Ich bin unten. Das Gefühl, die Steine spawnen einfach immer nach. Das ist, weil du die aufnimmst und voll Inventar hast. Nein, aber immer wenn ich die Steine alle umgeboxt habe, also auch hingelegt habe, ne, dann werden das einfach Wir immer wieder brauchen mehr. 10 Holz und 12 Seile dafür. Dann holen wir ein paar Seile ran, da. Jan, baust du uns einen neuen einen Dock oder was soll das werden hier? Oder Boah, ein Haus? das wird ein Haus. Das ist fast in die Falle reingerannt, die da nicht schon seit Ewigkeiten steht, weißt Und den du selber gebaut hast. Habe ich nicht selber gebaut. Doch. Nein, habe ich nicht. Ja, ich hab die Ich hab nicht die gebaut. gebaut. Oh, okay. Ich habe die nicht gebaut. Ihr beide habt die gebaut. Irgendjemand rennt hier rum. Ja, und baut doch oben die Dinge schon Hilfe. fertig, die heute Holz Ja, aber die bleibt. Mauer ist noch nicht fertig.
Ja, aber wir müssen ja Priorität setzen. Deswegen mache ich mal die Mauer. Ha! Stirb, du Dude. Ich mach dich fertig. Wenn du keine Steine dabei hast, geh wieder. Kommt alleine. Was wird das hier? Holzdieb! Nimm dies. Du toter Mensch, da. Geh zur Poli. Jetzt verpiss dich! Was ist denn los bei euch? Der klaut mir das Holz aus dem Wagen. Fängt so ein paar Bäume anstatt mir das Holz zu klauen. So kriegen wir nichts auf der Kette. Jungs, wir sind ein Team. Ja, siehst du schon, wir sind ein Team. Ja, das ist halt Mr. Holzklauer. Wir müssen halt Prioritäten setzen. Das ist der Sneaky Lumberjack. Sneaky Lumberjack. Sneaky Beaky like. Wir brauchen immer noch Seile. Ich glaube, ich gehe gleich mal in so ein Dorf oder so und gucke ich mal, ob da irgendwas. Ja, am besten stirbst du einfach auch nicht dabei. Die Steine werden nicht weniger. Es werden immer mehr Steine. Du brauchst einen Steinweg, Jan, oder? Nicht weniger. Ja, ich baue schon wieder einen Steinweg. Ich mache unser Lager ein wenig hübscher, bevor wir es komplett ausbauen. Ich werde das zerstören. Lalalala. Vielleicht sind wir ja auch schneller unterwegs auf diesem Steinweg. Wer weiß das schon? Das hätte in Sauge gehen können mit dem Baum hier. Du bist ein Stein. Du bist ein Stein. Und du schauen, bist ein wir sollten gleich mal nach dem großen Loch suchen, was Jan eins gefunden hat. Du bist ein Stein. Oh, wahrscheinlich auch du bist ein Blut. Stein. Und wer ist noch ein Stein? Ja, du bist ein feiner Stein. Das ist Rocky. Lauf los, Rocky, dann wann du möchtest. Aus welcher Serie ist das? SpongeBob. Habe ich mir schon fast gedacht, ey. Ja. Das war so ein typischer SpongeBob-Spruch, ne? Ja. War nicht Patrick mit dem Stein? Ja, das ist aus der Serie SpongeBob, aber ist von Patrick, ja. Ich finde den Namen Rocky genial für den Stein. Kann ich die Steine da kaputt haben? Ich such mal nach Seilen, ja? Wenn das okay ist. Ich muss was trinken. Du das. Ich hab einen leeren Schlauch da. Das ist nicht gut, Jan. Das weiß ich selber. Wo war denn nochmal ein Lager? Oh, Errungenschaft, Climate Change. Ich glaube, wir haben das sogar markiert mit einem von unseren Lagern, kann das? Das hoffe ich ja gerade, weil ich laufe da gerade hin. So, ich habe Rehfell. Was kann ich mit Rehfell kombinieren? Nichts. Du kannst daraus Taschen machen. Ja, eine Sperrtasche zum Beispiel oder ein Wärmeanzug. Ein Wärmeanzug? Ein Wärmeanzug, ja. Tatsächlich. Tatsache doch. Ah, da braucht man noch Hirsch. Oh, unsere Schildkrötenviecher haben immer noch kein Wasser abbekommen. Ja, hat auch nicht. Das heißt, ich habe auch immer nichts zu trinken. Ist ja lächerlich, ey. Was passiert so, Jan? Ja, das ist leider blöd. Tja, Vogel, wenn du dich hier rumtreibst, dann musst du rechnen damit, dass du stirbst. Och nee, jetzt hör auf zu schreien, ey, hab ich keinen Bock drauf. Richtig disappointed. So. Was machen wir denn jetzt? Also, ihr sammelt noch Holz oder was? Sammelt der Leon Seile. Ich gehe Seile suchen, ja. Okay. Aber wenn du ins Lager gehst, dann würde ich gerne mitkommen. Wir kommen doch hinterher. Weil da gibt's nämlich ganz viel Loot. Da gibt's nämlich immer Loot.
Ich weiß. Oh, ich hab ein Seil gefunden. Dann macht er direkt an die Seilrutsche. Jawohl. Danke. Eisa! Wie happy aus. Fairy Tale. Taste. Kenn ich. Hast du getestet? Falsche Taste, habe ich gesagt. So. Was ist eigentlich aus der Geschichte geworden, wo wir alle zusammen Holz fahren? Naja, Der Leon wollte die Seilrutsche bauen. Und ich fahre ja mit dem Schlitten durch die Gegend und bin der Einzige, der eine Mauer baut. Hab das schon geschafft, naja. Trump ist auch alleine. Ich hab Hasenfell. Hasenfell. Ja. Ja, okay, Leon. Und Rohrhasen. Wo bist du denn? Ich laufe in deine Richtung. Vielleicht komme ich dann ja irgendwann bei dir an. Kann dann mit dir zusammen. Ach, ich laufe durch Schnee. Hm. Mir fehlt noch 4-mal Wildschwein und einmal. Ist das Hai? Keine Ahnung. Hai? Hai. Ist kalt. Weißt du, was dabei hilft? So ein bisschen körperliche Tüchtigung. Kannst du auch einen Baum fällen und die Wand bauen. Nein. Aber das hilft wirklich. Dann komme ich ins Schwitzen. Dann hole ich mir noch eine Erkältung weg da. Ich sehe hier gerade ein Viech, ne? Das würdet ihr mir nicht glauben. Wie sieht das denn aus? Wenn es auf dem Boden stampft, also es stampft richtig auf dem Boden. Alles klar, dich hole ich mir. Ich komme. Okay. Leon hat Klopfer gefunden. Ja. Das sind Monster. Das sind richtige Monster. Oh oh. Ja, so ich eins, bin unterwegs. So eins hatten wir, glaube ich, noch nicht. Chill, ich bin unterwegs. Mach langsam. Gut, dass ich die Aufnahme habe. Das ja, schon. Natürlich unglücklich. Sammel du mal schön deine Bäume. Zuschauer. Aber wer will auch schon irgendwelche Monster sehen, wenn er hier hochgradig interessante Holzfällerarbeit sehen kann? Ich kann dir halt gerne schicken, wenn du möchtest. Yay. Yay. Gib mir ruhig mehr Arbeit beim Schneiden. Oh. Ja, Jan, jetzt beeil dich, das Monster. Das ja, sorry, aber du bist halt einfach ewig weit weg. Das war halt keine Teeparty. Ich bin runtergefallen, ich hab mir irgendwas gebrochen, oder? Ich bin von der Klippe gefallen. Weißt du, Jan ist die Art Verstärkung, die man auf jeden Fall braucht, dann, wenn so ein Monster da ist. Ja, was denn? Ich kann auch nichts dafür, wo bist du? Wo bist du? Oh, ich bin oben runtergefallen, hab mir einfach beide Beine gebrochen. Ich kann einfach irgendwo hinrusht, so, und dann von so fetten Monstern attackiert wird da. Okay, es ist weg, Jan. Was ist jetzt gemacht? Wollte ich auch gerade kommen. Ne, es ist einfach unter Wasser gelaufen und es ist jetzt weg. Was? Es ist unter Wasser gelaufen? Ja. Glock ist wieder heraus. Glock ist heraus. Oh, hier ist ein Zelt. Hier sind Zelte. Nachts ist kälter als draußen. Nein, nicht schon wieder eine Klippe. Ho ho ho. Ho ho ho. Oh. Hey, Scheiße. Da war eine echt knappe Socke. Fast wäre ich wieder eine Klippe runtergefallen. Aber das wäre mein Ende gewesen. Ist aber wie Lemminge. Wie die Lemminge, der Typ. Entweder brennst du oder fällst du irgendwo runter. Es kann vielleicht sein, dass ich keine Pfeile mehr habe. Oh, hier ist so. Oh, hier sind. Alter, hier ist eine Armee von Dudes. Leon, bleib bei mir. Ich bin noch gar nicht bei dir. Doch? Nein, wo bist du denn? Ach, da. Hi, Jan. Oh, Leon, hier sind ganz viele Cases. Case Opening. Pfeile. Pfeile, jawohl. Pfeile. Dynamit. Sehr schön. Dynamit. Reh. Irgendwas kommt da angetrabt. Achso, das ist das Viech. Oh, haben wir noch mehr Pfeile? Leuchtfackeln waren das. Okay. Ja, dann wollen wir nochmal das Holz zur Mauer bringen.
Jan, es ist genau da vor mir in den Wasser verschwunden, hat man es. Ja, einen Moment bitte. Ich brauche mal kurz einen Moment für mich. Na, bitteschön. Oh oh. An deiner Stelle, Leon, würde ich jetzt von den Gegnern wegbleiben. Alles klar. Hat da nicht so viel gebracht. Hol das Feuerzeug wieder raus. Wir haben noch kein Feierabend hier. Ich kann nicht mehr Leuchtfackeln tragen. Ich habe noch 3 Stück hier liegen. Ich werfe einfach nochmal ein paar zur Sicherheit. Komm, jetzt sind hier alle, ey. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Leuchtfackeln landen alle im Wasser. Leon, was sagst du dazu? Positiv? Wegmachen, Norris. Er hat meinen Pfeil. Jetzt bleibt doch mal. Neue Kleidung. Ich hab gar keinen Bogen, jetzt habe ich aber ganz viele Pfeile. Jetzt bleib doch mal stehen, du! Der Balken, Alter. Ins Gesicht. Oh. Okay. Jan, das Monster ist hier vorne verschwunden. Da? Ja, vielleicht hier. Kommt es ja auch da wieder raus. Wir müssen aufpassen. Weiß nicht, das war so ein richtiger. Ich kann es nicht beschreiben. Es war fett. Also wirklich. Das war so ein richtiger Fett. Haben wir nicht so einen Fettklops schon mal erledigt, doch? Nein, das war nur dieses Spinnenviech. Das war nee, übrigens ein Fetten. Nein, nicht, dass ich wüsste. Hast du wohl mit wem anders gespielt? Naja, lass erstmal unsere Reise voran. Ein bisschen vorangehen. Ja, wir treiben unsere Reise voran. Schauen, wie läuft das Holz? Ja, ich habe jetzt die Ladung da hingebracht, sind schon mal 5 bei der neuen Wand und die alte hier oben ist fertig. Ha, guter Mann. Ja, und den Rest, den werde ich hier nicht alleine fahren. Deswegen laufe ich jetzt auch zu euch. Mach doch mal. Wir bringen dir auch was mit. Ein paar Snacks. Wir können dir vertrauen, schauen. Bisschen Soda. Ey, hier ist ein Loch. Cool. Wo ist ein Loch? Hier ist ein Loch. Du bist auch so ein Loch. Nein, hier ist wirklich ein Loch. Wo bist du denn? Ja, hier, ich bin. Weißt du, gar keine 2 Meter gucken. Da sag ist ein ich Loch. Doch, das ist das große Loch, was ich gefunden habe. Ja, hier ist ein Loch. Ja. Erstmal hier eine Basis bauen. Genau. Du hast Durst. Ja, dann lass mich doch hier was trinken, oder? Ich hab doch den hier. Komm, jetzt füll den doch auf. Jan, du musst das Ding zu Ende bauen. Ich habe keine Stickies mehr. Einen Moment bitte. Erstmal dreckiges Wasser trinken. Hast du nicht so eine Flasche drin? Dabei? Ja, aber die musste ich auch erstmal gespeichert. So, schon kannst du dich ins Bett legen bei uns? Nein. Wo bist du denn gerade? Auf dem Weg zu euch. Okay. Ja, ist kalt hier. Sorry. Ja, ich speichere mal eben. Nehmen wir den mal. Oh, ich hole mal den Baum hier runter. Ich mach mal eben Hasenbraten, ne? Jo, dankeschön. Ja, für mich. Ja, machen wir 2 drauf. Ich mach dir so ein Lurchsteak. Lurchsteak. Leon, kennst du Hell's Kitchen, die Serie? Bestimmt mal gesehen, ja. Ha, mega witzig, ich hab die gestern gesehen. Ich bin so drauf abgegangen, ne? Also Hell's Kitchen, also Kitchen Nightmare ist schon witzig von Gordon Ramsay, aber Hell's Kitchen, da liegt nochmal eine Nummer drauf, ey. Jan, dein Steak ist fertig. Yo, mein Lurch. Stick am Stick. Ich guck aber gerne so Koch-Sendung von Jamie Oliver.
Gordon Ramsay ist einfach geil, weil der einfach alle Leute fertig macht. Ja, das ist einfach richtig extrem. Da können wir uns gleich mal ein Video zu angucken, wenn ihr wollt. Das geht aber 5 Minuten oder so. Und das ist einfach richtig extrem geil. Kocht er die in Grund und Boden, sagst du? Nein, der macht die gut in den Grund und Boden. Ah, ich zeig dir das gleich einfach. Guck mal, ich hab ein paar Baumstämme. Hast du die schon gesehen? Ja. Wollen wir irgendwie was da hinbauen, was da so ein bisschen... Eigentlich, wenn Sean sowieso auf dem Weg ist, dann können wir ja sowieso gleich in die Höhle gehen, ne? Also in das Loch. Von mir aus. Dann hätten wir da auch schon mal einen Check gemacht. Was kann ich denn mit 4 Holz anstellen?